Ey, na ja, wieder eine Custom Story, was? Jetzt muss ich nur noch wissen, welche wir noch nicht gezockt haben. Followed by Death? Haben wir noch nicht. Chapter 1, Life is its own way. Ich glaube, das ist aber keine Story von euch. Ich will mal eine Story von euch zocken. Geisterwelle, haben wir die schon gezockt? Nein, noch nicht. Gut. Hey, Geisterwelle mit Justin. Hey, Justin, der mir den Brief geschickt hat. Du hast mir jetzt eine Custom Story geschickt. Du bist bei der Arbeit und plötzlich kommt ein ungebetener Gast und entführt dich. Du wachst in einem fremden Haus auf und weißt nicht, warum du hier bist. Versuche zu fliehen. Viel Spaß. Okay, klingt simpel. Dann versuchen wir mal zu fliehen. Ich bin gespannt, was du dort eingebaut hast. Dimensions war ja die letzte Custom Story und die war ziemlich cool. Ob du mithalten kannst oder nicht, sagt jetzt das Holly-Gesicht. Am Ende. Noch 10 Minuten, dann kann ich nach Hause gehen. Achso, das ist meine Arbeit hier. Ja, das sieht genauso aus. Was war das? Da hat jemand Hunger. Da hat jemand Hunger. Wir müssen ihm was gucken. Oh mein Gott. Was denn? Was? Oh mein Gott. Hey. Oh nein. Oh nein. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Bin ich jetzt schockgelähmt oder was? Komm schon, du. Komm schon, beweg dich jetzt. Was ist los? Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Nein. Sagt das Monster das zu mir? Lacht es mich gerade aus? Was ist denn jetzt los? Wow, war das dramatisch. Aber cooler Anfang. Nette Idee. Das Holly-Gesicht sagt, nette Idee. Gut. War es das jetzt? Was zum Teufel? Was ist passiert? Wo bin ich? Bin ich zu Hause? Ist das mein Zuhause? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab's mir hier eingerichtet. Aber nicht selber. Ich habe die Tine Wittler hier reingeschickt und hab das Haus einfach nur gekauft, aber ich habe keine Ahnung. Ich war hier noch nie. Ich bin nur am Arbeiten. Ein Zettelchen. Hallo. Ich habe dich entführt und werde dich töten. Es sei denn, du entkommst aus meinem Haus. Ach, okay. Das ist nett. Dann haben wir ja noch Chancen. Ach, die Killer von heute. So, dann versuchen wir mal zu entkommen. Ja, super. Stiftung Holly-Test sagt. Da ist jemand zu früh gekommen. Also gegen die Wand. Gegen die Wand geflogen. So. Ein Messer. Okay, das brauche ich jetzt aber nicht. Ah. Aber Zünderbüchsen. Außen weg. So, sind immer gut. So, da ist nix. Nehmen wir die einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Hebelsicherungen. Ja, genau. Rezept halt, du weißt. Ja, wahrscheinlich. Das war nur der Wind. Was ist das denn? Wo kommt das denn auf einmal her? Das ergibt keinen Sinn. So. Ja, die kommt jetzt auf mich zugeflogen. Komm schon, kuscheln. Komm schon, lass uns kuscheln. Ich weiß doch, dass du kuscheln. Oh, cool. Hey, komm nicht auf mich zugeflogen. Das ist ja mal nett. Einfach aus Prinzip kaputt machen. Kann ja sein, dass sich dahinter was verbirgt. Und ich glaube, ich verlaufe mich. Hä? Oh, Bücher. Komm auf mich zugeflogen. Aber ist noch nicht deine Zeit zu lesen. Salami. Lege ich mir schon mal zurecht. Schneide ich mir gleich ein paar Häppchen zu. So. Oh. Wow, der wäre fast nach hinten geflogen. Lagerschlüssel. Okay, wo ist das Lager? Ich weiß nur, wo der Hebelsicherungsraum ist. Das Lager. Das ist irgendwo in unbekanntes Standort. Aber wir können hier, glaube ich, noch irgendwo hingehen. Hier! Sonst lag hier nichts rum, oder? Moment, heben wir das mal hoch. Ja, da ist dein Bauch vollgeschlagen. Nicht schlecht. Nee, kein Schlüssel. Ich dachte, ich habe da einen gesehen. So. Ich sollte bis ein Versteck finden. Das ist eine gute Idee. Aber erst alles aufheben. Wir haben noch Zeit. Oh, da. Wir haben keine Zeit mehr. Was zum? Schranktür. Ich bin hier nicht drin. Geht er wieder? Er geht wieder. Wohin geht er? Oh nein, es hat mich gesehen. Oh nein.
Wo ist er jetzt hin? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ich traue mir einfach nicht zu, gegen die Monster wieder zu kämpfen. Das ist... Oh, nein. Geh weg. Er ist weg. Ah, oh, perfekt. Gut, 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 gut. Was haben wir jetzt für einen Schlüssel? Lagerschlüssel, immer noch. Öffnet den. Zum Lagerraum. Ist das der hier? Da steht doch was ganz anderes. Testen wir einfach mal. Ne. Gut, habe ich hier irgendwelche Türen übersehen? Ah, genau die hier. Das ist doch supi. Super, 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 super. Wow. Was für paranormale Aktivitäten hier vorgehen. Unglaublich. Eine Laterne. Supi. Mhm. Ist hier hinter was? Ein Hebel. Alles klar. Den betätige ich aber noch nicht. Aber, oh, Kisten. Kann ich kämpfen? Damit kann ich... Moment. Und diese hier. Man weiß ja nicht. Vielleicht kommen da gleich ein paar Monsterchen. Und da möchte ich ein bisschen Kämpfchen gegen die machen. Perfekt. Da oben ist uns nichts. Ah, okay. Boah, das sah eben gerade gleich aus. Laufe ich im Kreis herum? Wie alles einfach herumfliegt. Bestimmt gewollt. Nee, ist bestimmt gewollt, oder? Gut. Nichts, da muss ich mich wahrscheinlich gleich wieder verstecken. Oh, hallo Kiste. Ich habe dich besprungen und ignoriert. Nichts, nichts, nichts. Gut, dann heben wir das mal auf. Wahrscheinlich wird hier jetzt gleich was ausgelöst. Erstmal lesen. Deine erste Aufgabe. Da du noch lebst, ist mein Freund unterwegs, um dein Leben zu beenden. Wenn du ihn entkommst, dann... Was? Wenn du ihm entkommst, dann... Ich weiß nicht, was dann, aber du wirst sterben. Du hörst dein Geräusch aus dem Nebenzimmer. Ein Geräusch. Oh nein. Okay, es kommt zum Showdown. Es kommt jetzt zum Showdown. Ich muss es schaffen, dieses Mistvieh umzubringen. Da ist was. Scheiße, Moment mal, geh mal weg. Geh mal weg. Eps. Was ist weg? Oh nein, ich hab's durch die Wand in Staub zerfallen lassen. Oh nein. Ich wollte dagegen kämpfen. Es sind gerade zu viele Kisten. Oh. Oh, ha. Grüßen Sie sich. Was geht hier vor? Ja, keine Ahnung. Irgendwie nichts Gutes, habe ich das Gefühl. Aber es macht Spaß, oder nicht? Also, warum nicht? Aus dem Alltagsleben raus, einfach mal hier. Bisschen um sein Leben kämpfen. So. Kann ich das hier wegschieben? Ups, da falle ich jetzt selber runter. Komm, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah, komm, 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 komm. Was soll denn hier sein? Soll ich mich hier verstecken? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich lasse mich bestimmt gleich rausglätschen. Nein, 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 nein. Das ist mir schon mal passiert bei Ezekiels Custom Story. Das war einer meiner ersten Custom Stories. Da hat er auch noch selbst programmiert und so ein Zeug. Das war cool, das war cool, der Ezekiel. Ist schon ein cooles Kerlchen, ja. Oh, hier, guck mal, dieses Spiel da, wo man immer eine Kiste rausholen muss. Wenn es zusammenfällt, hat man verloren. Ah, da ist jetzt nichts. Ist hier etwas? Ah, ich muss sämtliche Kisten hier mal umschubsen. Wahrscheinlich hast du sie einfach nur zur Deko hier hingestellt. Außer das hier. So. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Langer Gang, gleich kommt Schocker. Gleich kommt Schocker. Nein. Oh, 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 Blut. Blut, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Lampenmüll, das ist gut, dass wir so viel haben. Das ist perfekt. Brauche ich jetzt keine Angst zu haben. Jetzt noch die Schlüssel alle schön in die Truhe packen und dann bin ich zufrieden. Muss ich nicht lang suchen. Ups, das leckt ein bisschen. Nehmen auch schon ziemlich lange auf hier. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Custom Story hintereinander. Weil ich bin ja bald im Urlaub. Und da muss ich ein bisschen voraufnehmen. Naja, und gleich ganz viel dann. Ja, es ist abgeschlossen. Ja, wie wär's mit dem Schlüssel? Hat jemand eine Idee, wo ein Schlüssel ist? Ich mach mal hier ein bisschen aus. Ein bisschen sparen. Genau, da gibt's nichts mehr. Ich hab... da
habe ich was gefunden. Aus dem Nebenzimmer habe ich was gehört. Moment mal kurz. Hier habe ich nichts gefunden, ne? Hier habe ich, glaube ich, nichts Wichtiges gefunden. Das ist natürlich falsch. Ah, hier. Perfekt. Weinkellerschlüssel. Weinkellerschlüssel. Ist das hier die rote Tür? Bitte. Rein. So. Wir sind voll den Umweg gegangen. Sind wir gar nicht. Ich bin im Kreis gelaufen. Verdammt, wo ist der Weinkeller? Ach, müssen wir hier links rein? War hier die rote... Boah, seht ihr, was ich für ein Kurzzeitgedächtnis habe? Gott, wer bin ich? So, da. Und den Schlüssel. Hinab in den Weinkeller. Ah, Nackenschmerzen. Tut so weh. Autschi. Ah, so. Alles klärchen. Alles angucken. Nichts. Ich wollte gerade sagen, immer schön nach vorne gucken, weil sonst verpasse ich einen Schocker und dann seid ihr beleidigt. Hi. Aha. Boah, ich muss doch gleich echt einen kleinen Schnitt machen. Mal eine kleine Pause. Sonst explodiert er mir hier noch. So. Sonderbüchse hier, Schweinchen. Zwischen den Männchen. Ah, oh, es wollte wie ein Mensch sein und hat sich auch umgebracht. Oh, so close. Mensch, ich kann dich ja dahin packen. Makaber. Boom. Hey. Du hast Magnet als Rüstung an. Cool. Du ziehst mich einfach magnetisch an. Nicht magisch. Ich fühle mich voll zu dir hingezogen, ey. Was soll denn der Scheiß hier? Pah, Bücher. Oh, leeres Glas. Ein Dickschädel. Wahrscheinlich gerade dir, hä? Sieht so echt aus, als ob er hier entfernt wurde. Eigentlich wollten die ihm die Weisheitszähne ziehen und dann haben die aus Versehen seinen ganzen Schädel rausgezogen. Ist mir letztens auch passiert. Die haben gesagt, nur 90% sind beschädigt meines Gehirnes und der Rest funktioniert so halb. Halb. Zünd ich einfach mal an. Okay. Hört auf hier rumzuzischen. Oh. Schritte zur Sprengstoffherstellung. Erstens, fülle das Glas mit Saure. Erhitze die Saure im Labor. Sprenge das Zielobjekt weg. Hallo, ich habe selber versucht, in den alten Kerker zu kommen, aber die Labortür klemmt. Zufällig haben wir gerade eine Gebrauchsanweisung, um Sprengstoff herzustellen. Ah, lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Oh, es macht die Tür zu. Nein, 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 nein. Wo bin ich hier nur gelandet? Oh mein Gott. Irgendwie war es klar. Aber nett, nett. Sehr dramatisch, sehr dramatisch. Oh, das Monster ist echt. Oh, Moment, ich gebe ihm mal kurz was zum Spielen. Ein Kissen zum Kämpfen. Das ist gut, das ist gut. Moment. Jetzt muss ich nur da irgendwie hochkommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da ist es. Da ist es hier. Komm her. Komm her, kleiner Mann. Komm her. So, perfekt. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich hier? Schade. Scheiße, hier. Kisten nehmen. Ich will ihn irgendwie nach links dazu denken. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Ah, oh, komm schon. Ah, Mist. Jetzt gehen wir wieder die Kisten aus. Komm schon, dich schaffe ich jetzt. Die nächste Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon. Nimm sie. Ist ein bisschen gefährlich hier über dem Säurefass, aber es geht schon. Oh nein. Oh nein, komm schon, wir müssen da rüber. Wir müssen hier rüber, wir müssen hier rüber. Nimm einen Vernunft rein. Und füll mal deine Lampe auf hier. Gut. Nochmal, nochmal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich sperre dich jetzt hier ein.
So ganz nebenbei. Okay, das Glas wurde mit Säure gefüllt. Das ist supi. Aber ich sterbe hier gerade. Scheiße. Was für ein Kampf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, jetzt bin ich eingesperrt, oder? Was? Zieh, Leine! Nein, 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 nein. Stell dir vor, ich hätte jetzt richtig laut geschrien. Das wäre so, oh Mann, das klappt einfach nicht mehr. Wurde das gefixt? Haben die gesehen, auch diese Roli. Der macht das ganze Spiel kaputt. Müssen fixen. Na gut, dann, Oh, Glas mit Säure. Habe ich nicht aufgehoben. Gut, dann heben wir das nochmal kurz auf. Ah, da ist es. Na, komm, geh weg. Geh weg. Glas mit Säure. Saure Glas. Ja, Säure geht nicht. Das ist das Problem. Oder ist es ein ganz saures Glas? Aha. Okay, wir lesen mal kurz die Notiz. Keine Momentos, ich will aber die... Füll das Glas mit... Erhitze die Säure im Labor. Ah, okay, okay, okay. Das habe ich vergessen. Ah, hier. Supi. Ah, okay, nicht supi. Das ist doch hier das Labor, oder? Das hier ist doch das Labor. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Labor. Okay, das ist anscheinend nicht das Labor. Oh, hier geht's ja noch weiter. Okay. Ich sollte in die Räume, aber ich sollte vorsichtig sein. Jupp, das sollten wir. Aber ich mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Hihi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.